Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir über die Leaks, über die ich schon länger reden wollte, aber wir reden nicht ganz direkt über die Leaks, weil das ist ja jetzt schon eineinhalb Wochen her und ich kam nicht aus die Potten, dieses Video hochzuladen, aufzunehmen und so, und ich habe das Skript jetzt nochmal komplett umgeschrieben, weil ich jetzt nicht über die Leaks-Inhalte reden möchte, weil ich diese Leaks-Sachen eigentlich gar nicht befürworte in meinen Videos, weil es immer so ein bisschen heikle Sache ist, außer ich hätte diese einmal Leaks-Gameplay in diesen einen Pokémon-News. Und eigentlich möchte ich jetzt halt nicht direkt über sowas halt Hallo Leute reden. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Weil ich jetzt über meine Meinung hier über mein Team reden. Ich habe das Gefühl, ich habe schon viel zu viel hier herumgeschwafelt. Deswegen fangen wir einfach mal an, was überhaupt passiert ist. Ja, und zwar vor, ich glaube, eineinhalb Wochen, zwei Wochen oder so. Da wurden halt schon die Läden beliefert mit so Pokémon, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Was eigentlich normal ist, dass so Läden früher beliefert werden. Und dann gab es halt ein paar lustige Gestalten, die sagten so, nehmen wir das mal mit und leaken wir das mal der ganzen Welt. Und so durch kam es dann dazu, dass halt alles geleakt wurde und ich hier sitze als Otto Normalverbraucher, das Spiel noch nie gespielt habe, aber das Spiel schon wie meine eigene Westentasche kenne. Ja, nicht, dass es meine eigene Schuld wäre, aber ganz ehrlich, wenn ihr halt ins Internet reingeht und halt ein bisschen mit Pokémon zu tun habt, ihr kommt nicht an Leaks vorbei. Überall ploppen diese Dinge auf einmal auf. So, und es ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert ist, weil Schwert und Schild ist es auch passiert direkt zwei Wochen oder drei Wochen davor. Die Leaker dürften natürlich 1500 Dollar Strafe zahlen, aber es war denen egal und es wird trotzdem immer weiter geleakt. Und klar, ich weiß jetzt nicht, die jüngeren Zuschauer kommen wahrscheinlich nicht aus dieser Zeit, wo die Releases der Pokémon-Spiele getrennt waren von Region zu Region und Kontinent, so dass halt quasi die Japaner hatten früher halt natürlich die Spiele als erstes, dann die Amerikaner und dann kamen wir halt. Und da, ja, ich war ein Kind, da habe ich mich oft selber spoilern lassen und halt die Let's Plays der japanischen Sachen schon gesehen, aber da war es halt eine ganz andere Sache und ich glaube, ich schweife auch drauf vom Thema ab. Das Ding, über was ich hier halt einfach reden möchte, ist, dass es halt einfach viel zu krank ist. Zwei Wochen sind auf einmal, vor zwei Wochen ist dieses Spiel schon bekannt, jeder kennt es, der einfach nur ins Internet guckt und irgendwie ist es nicht nice, auf jeden Fall nicht fair uns gegenüber. Und ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich sogar über die Inhalte reden, aber jetzt wollte ich eigentlich nur meine Meinung darüber da lassen. Und es tut mir auch leid für die Leute, die jetzt dachten, ich rede jetzt hier wirklich über Leaks. Ihr könnt gerne einen Daumen nach unten da lassen und gerne gehen und euch nach Leaks selber nachgucken. Es tut mir auf jeden Fall leid für die irreführenden Titel, aber ich wollte mal meine Meinung darüber da lassen, bevor ich überhaupt gar nichts mehr dazu sage. Weil ein Video wollte ich zu den Leaks sowieso machen und hier habt ihr es. Ja, und ja, jetzt weiß, glaube ich, der Großteil schon überhaupt, was abgeht, was jetzt auch nicht so schlimm ist, als jetzt Diamant und Perl ist. Aber es war halt so, dass in der ersten Zeit, als es dann geleakt wurde, hat man schon gemerkt, oh, die Enttäuschung in der Community macht sich breit, weil es dann doch nicht so gehofft oder erhofft war, wie die Leute sich das denn doch gedacht haben. Ja. Weil scheinbar nur 493 Pokémon, ein paar Postgame-Elemente, die sich Leute gewünscht haben, haben gefehlt. Aber dann kam ja der Clou, denn das Ding war ja nur bis jetzt 4 GB groß und das eigentliche Spiel sollte ja 10 GB sein. Also hatte Nintendo, The Pokémon Company natürlich gesagt, wir machen einen Day One Patch. Der Day One Patch kam am 11.11. raus, eine Woche vor Release. Und die haben den Leaker noch mehr damit geschenkt, weil sie können den Patch jetzt spielen. Und dann war auch auf einmal die Freude auch anders, weil dann halt das Postgame da komplett mit drin war. Ich glaube, das Game ist noch nicht komplett fertig gepatcht. Da fehlen noch 3 GB oder so. Oder 2. Aber auf jeden Fall hat man dann da schon mal den Unschwung gemerkt. Und ja, ich bin trotzdem gehypt, auch wenn jetzt hier schon ich jeden Tag hier immer mit. Hallo Leute muss, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem so. Kanal. Leute, aber egal. Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden sollt, dann sage ich euch aus tiefstem Herzen, haltet euch fern vom Internet. Haltet euch einfach fern vom Internet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es sind nur noch zwei Tage, bis die Spiele rauskommen. Wir freuen uns alle. Und wir können alle unsere Reise ab dem 19.11. auch alle starten. Ich weiß, das Video war jetzt ein bisschen chaotisch, weil ich es komplett umgeskriptet habe und ich eigentlich über andere Sachen reden wollte, eigentlich auch über Leaks reden würde.
Aber im Großen und Ganzen habe ich gar nichts mehr anderes dazu zu sagen, außer dass es halt ein bisschen unfair ist, wie uns das alles ansehen mussten. Und eigentlich sollte man am besten einen großen Bogen darum machen, wenn man nicht gespoilert werden möchte. Und ich wollte halt einfach nur darüber reden, was passiert ist. Und morgen kommt tatsächlich noch ein Video, denke ich, wo ich über alle offiziellen Sachen, die announced worden sind, vor dem Release nochmal rede, damit wir auch nochmal darüber gucken können, über was wir uns denn an den Tag darauf freuen können. Ansonsten war es jetzt erstmal mit dem Video. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich weiß, war ein bisschen durcheinander erzählt, aber ich musste es umändern irgendwie ein bisschen, weil halt 2 Wochen schon vergangen sind und ich denke mal, jeder weiß schon den Inhalt von dem, was passiert ist, und außerdem wollte ich nicht spoilern. Habe ich vergessen zu sagen, es gab keine Spoiler-Gefahr, aber egal. Danke fürs Zusehen. Hier seht ihr noch ein anderes Video von mir. Haut da rein und ciao.